Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Dann schauen wir uns doch nochmal wieder das Auftragsangebot an. Was es da Feines gibt. Was müssen wir denn, was können wir denn fahren? Gleisketten, 11 Tonnen, von Kassel nach Köln. In einem Volvo. FH Sleeper. Also wohl mit Schlafkabine. Ich würde sagen, das machen wir. Bisher sind wir ja immer von Köln aus weggefahren. Jetzt fahren wir halt mal nach Köln hin. So. Es ist noch immer Nacht. Was sagt denn... 10 Stunden, nächste Pause, das passt. Da haben wir noch genug Zeit. Dann Navi. Start the engine. Ich habe jetzt auch das Fernlicht gefunden. Und das Horn. Horn will nicht. Hupe haben wir aber. Gut. Wie sieht denn unsere Ladung aus? Ah. Ich hätte jetzt gedacht, das wären nur die Ketten, aber das ist ja der komplette ein Teil vom Fahrschemel. Gut, dann Gang rein und auf geht's. Das ist wieder ein etwas längeres Fahrzeug. Hier in Kassel gestartet sind wir ja auch noch nie. Öfter mal was Neues. Ein Hotel, da wollen wir jetzt aber nicht wirklich hin. Wir müssen nach... links. Da ist frei. Da ist frei. Und jetzt sind wir auf der Straße. Und wir verlassen Kassel. Und jetzt können wir auch Licht machen. Ah ja, 3 Uhr nachts sind nicht viele Leute unterwegs. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich damals mal Zeitungen ausgetragen habe. Da war man um 3 Uhr nachts auch unterwegs. Insbesondere Samstagmorgen, Sonntag. Ne, Sonntag gibt es keine Zeitung. Samstagmorgen war es. Hat man oft die Heimkehrer aus der Disco gesehen, die dann gerade heimkamen, während man selber Zeitungen am Austragen war. Schön war dann immer gerade im Sommer so die Sonnenaufgänge sehen zu können. Weniger schön war es, wenn es gepisst hat, alles nass wurde, man selber natürlich auch. Wir dürfen hier eigentlich nur 60 fahren. Hat keiner gesehen, oder? Die 9 ist ja quasi eine 6, sie steht nur auf dem Kopf. Deswegen schauen wir doch mal, dass wir ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Ich könnte eigentlich auch ein Tempomat einschalten. Aber da hätten wir wieder das Problem,
Auf welcher Taste liegt er? Ich darf nicht vergessen, nachher mal das Fernlicht auszuschalten, wenn Gegenverkehr kommen sollte. Ich weiß ja nicht, wie der hier im Spiel drauf reagiert, wenn man es anlässt, aber... Ich habe ein Herz für die KI-Fahrer hier. Künstliche Intelligenzfahrer. Dortmund, Steinbruch. Haben wir da auch mal was holen können? Müssen? Dürfen? Wow, hier ist aber wirklich gar nichts los auf der Strecke. So ganz gar nichts. Außer hinter uns natürlich. Hinter uns stören mich jetzt nicht wirklich. Vor uns ist einfach nichts, niemand. Außer endlose Straße. Ja, so ähnlich. Und wieder ein Zaun mitten im Feld. Sehr ungewöhnlich. Traktoren auf dem Feld, das ist eher nicht so ungewöhnlich. Das kommt schon mal vor, dass die Bauern die da stehen lassen. Je nachdem, wie weit das Feld vom Hof entfernt ist. Weil das nach vielen Flurbereinigungen wahrscheinlich eher nur noch selten vorkommt, da in der Regel ja die Felder doch um den Hof herum sind. Fahren wir gar nicht über die Autobahn. Duisburg-Düsseldorf. Tanken müssen wir ja nicht. Nein, ist noch drei Viertel voll. Es wäre ja auch noch schöner, wenn nicht. Oh, da steht ein Kollege und pennt. Ah ja, da geht's auf die Autobahn. Duisburg-Dortmund. Wenn ich das richtig sehe. Da liegen Strohballen im hohen Stroh. Das ist im hohen Korn. Das ist eher ungewöhnlich. Oh, Entschuldigung. Ah, sie machen eine Lichthupe, okay. Unfreiwillig getestet oder versehentlich getestet. Ups. Wir sind zügig eingelenkt. Sollte man nicht tun. Oh oh. Jetzt muss er aber ziehen. Achtung, Radarkontrolle. Gut, das zu wissen. 80 dürfen wir, ja. Gut. Die sollten wir wohl so schnell nicht überschreiten. Oh, jetzt ist das Schild schon wieder. Radarkontrolle aufgehoben. Wo
Wobei es ja wahrscheinlich keine Section Speed, wie sich das alles nennt. In Österreich gibt es das ja. Wird man am Anfang einer Strecke gemessen? Oder erfasst vom Kennzeichen her und dann am Ende einer nach ein paar hundert Metern oder Kilometer, also nicht 100 Kilometern, sondern 1-2 Kilometern. Und anschließend, ja, und dann wird die Zeit ermittelt, die man für die Strecke gebraucht hat. Hat man eine gewisse Zeit unterschritten, heißt es automatisch, man war zu schnell und zahlt Strafe. Und in Österreich nicht wenig. Und das Nette ist, man kriegt es eigentlich so gar nicht mit. Man kriegt halt irgendwann Post. Wobei ich sagen muss, ich weiß es nicht aus Erfahrung. Ich war noch nicht in Österreich, zumindest nicht mit dem Auto. Von daher hatte ich das Vergnügen noch nicht. Da müssen wir dann gleich links. Müssen wir nur mal schauen, ob wir uns links einordnen müssen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Ah, jetzt wird's grün. Die sollten wir durchlassen. Zum realen Verkehr klappt das mit dem Voreinanderabbiegen meistens ganz gut. Hier bei der KI war ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was sie veranstaltet. Ob die das zulässt oder ob es dann rumpelt. Baustelle. Nur fehlende Leitplanken. Vielleicht eine künftige Baustelle, wo sie schon mal die Leitplanken abmontiert haben, um da dann den Verkehr durchzuleiten auf die andere Spur. Ich denke mal, wir werden es nicht erfahren. Ah ja, ich darf 80 und ich fahre 84. Ups. Einen Hauch zu schnell. Die digitale Geschwindigkeitsanzeige hat ja durchaus ihre Vorteile. Ich mag es eigentlich ganz gerne, ich habe es in meinem Auto auch. Und da achte man doch schon eher mal drauf, weil 91 sind halt nicht 90, während man auf der Analoganzeige ja einfach nur Südstrich ist minimal über 90, das ist dann so gut wie 90. Aber bei der Digitalanzeige ist das doch nochmal irgendwie anders. So. Ich glaube, wir sind gleich da. Müssen wir das Navi wieder umschalten. Möglichst nichts umfahren dabei.
2 Kilometer. Das sieht gut aus. Und dann sollten wir die 39.000 Euro überschritten haben. Sofern wir jetzt nicht noch irgendwie was kaputt machen. Auf den letzten 2 Kilometern. Driver Job Net. Es könnte mal interessant werden, wenn wir dann unsere eigene Spedition haben mit eigenen LKWs. Dann braucht man nämlich Fahrer. Oh, grün. Grüner wird's nicht. Hier ist es noch nicht. Die nächste müssen wir abbiegen. Und dann können wir uns hier gleich... Ah, jetzt kommen wir von der Richtung, genau. Ich erinnere mich. Sonst fahren wir nämlich immer genau die entgegengesetzte Richtung. Der will abbiegen, dann können wir vor ihm abbiegen. Genau, hier kommen wir nämlich sonst nämlich immer raus. Oh, das heißt aber auch, das ist eine enge Geschichte zum Einparken. Muss auch mal sein. Hier holen wir sonst immer die Baumaschinen ab. Aber wenigstens ist der Hof leer, das ist schon mal gut. Dann sollte das auch machbar sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, jetzt noch ein Stück zurück. Und dann noch mal ein Stück vor, dass wir den da gerade reinsetzen können. Halt, falsche Richtung gelenkt. Ping und abkuppeln und ausgezeichnet 4152 und schon wieder Erfahrungspunkte 275. Ja, damit haben wir unseren die 39.000 überschritten, das ist schon mal sehr gut. Ich denke noch 1, 2, 3 Fahrten und dann können wir mal über einen eigenen LKW nachdenken, hoffe ich, oder? Ich schau gar noch mal, was der denn kostet. Ja, da war immerhin. Los geht es. Ach, ab 100.000. Das ist dann zwar ein relativ schwacher. Was hat er an PS? 540. Ah ne, so schwach ist er gar nicht.
Fahrwerk 4x2, Sleeper, das ist auch ein Sleeper. Getriebe, E-Shift, 1400 Liter Kraftstofftank. Hat der ebenfalls. Warum ist der teurer? FH16, FH... Verfügbar ab Level 10. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber wenn ich mir die Preise so anschaue, würde ich sagen... Den könnten wir uns durchaus leisten. Sinnvollerweise dann natürlich den da oben. Für 100.000. Den Classic. Der hat nämlich eine höhere Motorleistung. Ja, dann würde ich sagen... Ja, möchte ich verlassen. Werden wir in der nächsten Folge uns einen LKW kaufen und das erste Mal als selbstständiger Fahrer unterwegs sein. Ich sag schon mal danke fürs Mitfahren, fürs Zuschauen und hoffe, euch morgen wiederzusehen. Tschüss, bis morgen.